Herzlich willkommen bei PAIRA, der Gesellschaft für politisches Wagnis. Herzlich willkommen zu unserer Stolperstein-Matinee am 9.11.2014. Der 9.11., ein Kulminationstermin in der deutschen Geschichte. Ich nehme an, Sie werden gestern möglicherweise mitgefeiert haben, dass vor 25 Jahren die Mauer fiel. Ich würde mich darüber freuen, wenn wir alle mit dazu beitragen können, dass wir irgendwann auch eine europäische Feier machen, wo die europäischen Mauern fallen an den Grenzen Europas. Mit welchem Kunstwerk auch immer dann eingeleitet, möglicherweise ähnlich mit einer gigantischen Lichterkette, aber dem will ich natürlich gar nichts weiter vorgeben. Der 9.11. ist der zentrale Gedenktag für die Reichspogromnacht, die ja mehr oder weniger so etwas war wie der Auftakt für den Holocaust. Diesem Tag wollen wir gedenken. Und ganz konkret natürlich unter dem Vorzeichen eines Kunstwerks, was 1995 von Gunter Demig als Einzelstein sich in die Welt hineinsetzte. Es war ein Mini-Denkmal, wenn man so will. Aber mehr oder weniger nach rund 20 Jahren wissen wir, dass inzwischen rund 45.000 Steine in vielen europäischen Ländern verlegt sind und Gunter Demig nimmt sozusagen diese Vervielfältigung der Steine zum Anlass, um zu sagen, für ihn ist daraus ein Schwarmdenkmal entstanden. Was mit dem Begriff Schwarm noch weiter zu meinen ist, werden wir möglicherweise im Laufe der Matinee etwas genauer ausdifferenzieren. Ich freue mich, dass wir unsere Matinee heute wesentlich dadurch bestreiten können, dass wir eine der Stolperstein-Aktivistinnen in Berlin gewinnen konnten, mit uns über dieses Thema zu reden in Bezug auf das Gedenken, in Bezug auf die Bewertung, welche Bedeutung haben sie für die Vergangenheit, also die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und was können sie uns in Bezug auf die Gegenwart mit auf den Weg geben. Aber Frau Dr. Fritsche ist nicht nur Stolperstein-Aktivistin, indem sie sich um die Stolpersteine kümmert, im Allgemeinen, was inzwischen ja sehr viele Menschen tun, sondern sie hat jüngst jetzt ihre Promotion vorgelegt, Stolpersteine, das Gedächtnis der Straße. Es liegt hier auf dem Tisch ein sehr tiefgründiges Werk, was die Stolpersteine einordnet in unsere gemeinsame Geschichte. Sehr empfehlenswert, sehr lesenswert. Ich denke, wir werden heute genügend Anregungen von Frau Dr. Fritsche zu diesem Buch hören und möglicherweise Sie dafür interessieren. Bevor allerdings Frau Dr. Fritsche etwas zu ihrer Arbeit und ihren Erkenntnissen durch diese Arbeit sagt, interessiert mich mal ganz persönlich, wie sind Sie eigentlich zu den Stolpersteinen gekommen und was haben die Stolpersteine mit Ihnen gemacht? Ja, erstmal vielen Dank für den Werbeblock für das Buch. Also ich habe es auf eine ganz klassische Art und Weise erfahren. An meiner Haustür hing eine Einladung einer Stolpersteingruppe zur Zeremonie der Übergabe eines Stolpersteins. Ich bin dieser Einladung gefolgt und habe dort bei der Zeremonie erlebt, wie interessant das ist. Ich war erstaunt, dass über den Menschen, dessen der Stolperstein gedenkt, eine Biografie verlesen wurde, wie viele Menschen daran beteiligt waren. Gleichzeitig war ich überrascht, wovon der Stolperstein spricht, wie deutlich er zu uns spricht. Der Stolperstein ist ein Kunstwerk im öffentlichen Raum.
Das heißt, die Einladung versuchte, Öffentlichkeit in der Nachbarschaft herzustellen. Und das Kunstwerk selbst ist zwar klein und bescheiden, wendet sich aber auch in die Öffentlichkeit, denn es liegt ja in unseren Straßen und begegnet uns auf unseren Wegen. Es ist also nicht irgendwo in einem Museum. Ich war sehr beeindruckt von dieser Zeremonie und habe einfach gefragt, ob ich mitmachen darf. Ich durfte. Sie kennen alle Stolpersteine, Sie interessieren sich dafür. Wir sollten aber trotzdem überlegen, wovon kündet der Stolperstein, was sagt er uns? Zunächst einmal beginnt jeder Stolperstein mit den beiden Worten, hier wohnte. Das ist ein wichtiges Element an dem Stolperstein, das Wichtigste kann man sagen. Denn er weist darauf hin, dass der Stolperstein in unserer Nachbarschaft liegt, weil in unserer Nachbarschaft auch die Opfer gelebt haben, die ermordet worden sind. Und das Grauen für diese Opfer begann nicht in irgendwelchen polnischen Lagern, sondern das Grauen begann bereits dort, wo unsere Eltern oder Großeltern gewohnt haben und in den Straßen, die wir heute noch benutzen, in den Häusern, in denen wir heute wohnen. Gunter Demnig sagt dazu, vor der eigenen Haustür wird die Verdrängung schwieriger. Es folgt der Name des Opfers. Sie wissen, dass die Nazis versucht haben, die Persönlichkeit, die Individualität von Opfern zunichte zu machen. Zunächst bekam jeder Jude einen Zwangsnamen. Sie mussten sich Israel oder Sarah nennen. Und wenn sie in den Lagern ankamen, dann wurden sie entweder sofort ermordet und gingen in Rauch auf, oder sie wurden in Gruben geworfen, oder sie bekamen eine Nummer auf den Arm tätowiert, sodass ihnen ihre Persönlichkeit genommen wurde. Ja, die Nazis sprachen ihnen das Menschsein ab. Ein jüdisches Wort sagt dazu, ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Das heißt, jeder Stolperstein erinnert an einen Menschen. Ein ägyptisches Wort sagt, ein Mann lebt, wenn sein Name genannt wird. Das heißt, das ist nicht nur ein jüdisches Wort, sondern uns leuchtet das sofort ein. Die Menschen, die keinen Grabstein haben, bekommen dadurch eine Art symbolischen Grabstein. Es folgt auf diesem Stein das Datum der Verhaftung oder der Deportation, das Datum des Todes und der Ort, wo der Tod stattfand. Diese Hinweise sagen uns sehr viel. Wir können zum Beispiel sehen, wie alt das Opfer war, wie alt der Mensch war, als er deportiert wurde. Wir können auch sehen, wie lange er noch gelebt hat. Ist er sofort umgebracht worden? Das heißt, ist das Todesdatum, folgt es 2 Tage später dem Deportationsdatum? Oder musste der Mensch noch Zwangsarbeit leisten und wurde mit Arbeit umgebracht? Ist er vielleicht 1 Jahr später gestorben? Ist er vielleicht noch zu einem anderen Konzentrationslager gebracht worden und dort umgebracht worden? Das alles können wir den Steinen entnehmen und uns sagen natürlich die Orte auch viel. Wir wissen, wie Menschen in Auschwitz oder in Riga oder in Theresienstadt oder in einem Arbeitslager oder in einem Zuchthaus gestorben sind. Wir sehen auch, wie alt das Opfer war und wir sehen manchmal an der Anordnung der Steine, ob es Familienverbände waren, ob vielleicht ein Elternpaar mit ihren Kindern zusammen deportiert worden sind. Wir können auch manchmal sehen, dass ein Ehepaar deportiert worden ist, aber an unterschiedlichen Tagen. Wir können uns vorstellen, was in den Familien vor sich ging, welche Ängste, welches Grauen, wenn die Menschen nicht zusammen deportiert worden sind, sondern in verschiedene Züge steigen mussten und an dem Ort, wo sie ankamen, sich auch nicht mehr begegneten. Die Stolpersteine werden für alle Opfer gelegt. Natürlich sind die Juden die größte Opfergruppe, aber es gibt noch viel mehr Opfergruppen. Zum Beispiel die Sinti und Roma. Das waren auch die ersten Stolpersteine, die Gunter Demnig, der Schöpfer der Stolpersteine, verlegt hat. Dann gibt es die Zeugen Jehovas,
alle Widerständigen, Gewerkschafter, Sozialdemokraten, Kommunisten oder Alte und Kranke. Das heißt, es gibt keine Opferhierarchie. Und im letzten Jahr ist eine Opfergruppe dazugekommen, die meistens vergessen wird, wenn wir uns an den Holocaust erinnern. Nämlich die Opfergruppe derer, die in den besetzten Ländern gewohnt haben und als Partisanen, Juden, Widerstandskämpfer von der Wehrmacht, von den Nachfolgetruppen in den besetzten Gebieten ermordet wurden. So wurden im Vorjahr zum ersten Mal in der Nähe von Kursk in Oryol 4 Stolpersteine in Russland gelegt. Für eine jüdische Ärztin, eine Ärztin, die Widerstandskämpfern geholfen hat, und für 2 kleine jüdische Kinder. Das ist eine Opfergruppe von 38 Millionen Menschen. Ebenso wenig, wie es eine Hierarchie in den Opfergruppen gibt, gibt es eine Hierarchie im Leiden der Menschen. Es gibt natürlich die meisten Stolpersteine, 99% erinnern an Menschen, die ermordet worden sind. Es gibt aber auch Stolpersteine für Menschen, die in den Suizid geflohen sind, die auf der Flucht gestorben sind oder auch Menschen, die Konzentrationslager oder Versteck überlebt haben. Gunter Demnig sagt dazu, er kann nicht entscheiden, wer am meisten gelitten hat, wie lange er gelitten hat, wo er gelitten hat. Und diejenigen, die Stolpersteine organisieren, möchten sich dem meistens anschließen und möchten da auch keine Leidenshierarchie annehmen. Das heißt, es gibt eben auch Stolpersteine, auf denen Sie lesen können, überlebt. Manchmal steht das auf Stolpersteinen drauf, manchmal fehlt es auch. Dann fehlt das Todesdatum. Was ist nun das Wesen eines Stolpersteins? Ist es ein Denkmal, ein Kunstwerk, Symbol für ein Grabmal oder ein geschichts- und politisches Projekt? Sag ich ja, das ist es alles. Ein Denkmal ist eine Skulptur oder ein Kunstwerk, das in der Öffentlichkeit liegt und an eine bestimmte Person oder an ein bestimmtes Ereignis in der Geschichte erinnert. Die Stolpersteine sind das größte dezentrale Denkmal Europas. Wie Herr Thiem schon sagte, es liegen zurzeit etwa 46.000 Stolpersteine in Europa, und zwar in 18 Ländern. Das letzte Land, was dazugekommen ist, ist Rumänien. Der Stolperstein ist gleichfalls ein Mahnmal, denn er erinnert an eine einzelne Person, die Opfer geworden ist und weist damit auch auf den Holocaust und auf die NS-Herrschaft hin. Der Stolperstein ist auch ein Monument durch die enorme Größe, die seine Einzelteile als Ganzes bilden. Und gleichzeitig ist der Stolperstein auch ein Gegenmonument. Das ist ein Begriff, den James E. Young geprägt hat. Ein Gegenmonument verlässt den zentralen Ort und verlässt auch die Monumentalität. Auch das erfüllt ein Stolperstein, denn ein einzelner Stolperstein ist sehr bescheiden und sehr klein. Der Stolperstein ist auch ein Kunstwerk. Sie haben wahrscheinlich davon gehört, dass Gunter Demnig, der in Köln arbeitet, das Künstlerdasein und damit finanzielle Vorteile abgesprochen wurde vom Kölner Finanzamt mit dem Hinweis darauf, die Stolpersteine seien Hinweisschilder und sie würden auch gar nicht von ihm gefertigt. Infolgedessen müsse er in Zukunft 19% Mehrwertsteuer zahlen und nicht 7%. Es gab darauf Gutachten von 2 Professoren, die haben festgestellt, zunächst mal ganz lapidar, Gunter Demnig ist ein arrivierter Künstler, der seit 30 Jahren Kunstwerke schafft, die von Museen angekauft werden und die in Ausstellungen ausgestellt werden. Also ist per se alles, was seine Werkstatt verlässt, ein Kunstwerk. Das ist das eine. Zum anderen wird auch gesagt, der Stolperstein ist
Konzeptkunst. Bei der Konzeptkunst geht es nicht so sehr um den Schaffensprozess und auch nicht darum, dass der Künstler selbst das Kunstwerk schafft, sondern es geht um die Aussage, um die Message, die das Kunstwerk schafft und um die Einbeziehung des Rezipienten in das Kunstwerk oder in das Event selbst. Das gab es auch schon vor Hunderten von Jahren. Denken Sie an die Werkstatt von Rembrandt, was seine Werkstatt verlässt, ist ein Kunstwerk, auch heute noch. Oder an die heutige Manufaktur von Jeff Koons. Alles, was seine Manufaktur verlässt, ist ein Kunstwerk. Der Stolperstein wird auch bezeichnet als Spurskulptur. Denn die Summe der Stolpersteine folgt einem Weg, den der Künstler selber gar nicht schafft, sondern den Weg wählen die Paten aus, die sich für die Stolpersteine interessieren, beziehungsweise die sie veranlassen, und die Angehörigen, die darum bitten, für ihre Vorfahren Stolpersteine zu verlegen. Mit Einverständnis des Künstlers folgt das Kunstwerk also einer Spur, die er selber gar nicht kennt, nicht vorausberechnen kann. Gunther Demnig selbst nennt den Stolperstein eine soziale Skulptur beziehungsweise eine soziale Plastik. Er bezieht sich dabei auf den erweiterten Kunstbegriff von Josef Beuys. Sie erinnern sich, der hatte gesagt, jeder Mensch kann ein Künstler sein. Dieses Verdikt ist von 1967. Er wollte, dass Menschen fantasievoll auf ihre Umwelt einwirken und damit gute Werke vollbringen im Sinne eines Künstlers. Vor allen Dingen wollte er die Trennung zwischen Künstler und Kunstwerk und dem Rezipienten aufheben. Er wollte, dass das Kunstwerk in das Leben der Menschen, die sich mit dem Kunstwerk beschäftigen, eintritt, dass sie eine echte Teilhabe an dem Kunstwerk haben. Und genau das hat Gunther Demnig mit den Stolpersteinen geschaffen. Der Stolperstein ist auch ein Grabmal oder ein Symbol für ein Grabmal. Das war nicht das, was Gunther Demnig sich vorgestellt hat, als er den Stolperstein erfand. Aber die Angehörigen, die sagen es oft, sie sagen es ganz deutlich. Wenn Sie sich daran erinnern, dass zum Beispiel der Vater in Auschwitz in Rauch aufging, dann sagen Sie, niemand kennt mehr den Namen und der Vater hat kein Grabmal, kein Grab. Durch den Stolperstein bekommt er so etwas Ähnliches wie ein Grabmal. Es ist etwas, was auch andere zur Kenntnis nehmen, was die Chance bietet, dass auch jemand, der auf der Straße daran vorbeigeht, an den Vorfahren denkt. Viele bezeichnen diesen Stolperstein auch als den Schlussstein eines Kreises. Das Leben des Ermordeten hat praktisch kein Ende gefunden, solange nicht dieser Schlussstein gesetzt wird. Vor kurzem habe ich jemanden begleitet zum Stolperstein seiner Mutter und er sagte, now I can find closure. Ich finde jetzt einen Endpunkt auch für mein eigenes Leben, denn ich weiß jetzt den Ort, wo meiner Mutter gedacht wird. Ich persönlich finde, dass der Stolperstein ein Schwarmdenkmal ist. Der Ausdruck kommt nicht von Gunther Demnig, sondern von mir. Das konnte ich dem Buch so nicht entnehmen, Entschuldigung. Dann gehört er Ihnen. Ich bin deshalb darauf gekommen, weil der Stolperstein entsteht durch intelligentes Zusammenwirken, das selbst organisiert ist und das anarchisch, aber nicht chaotisch vonstatten geht. Gunther Demnigs Kunstwerke waren schon immer politisch motiviert. Und zwar haben sie hauptsächlich daran erinnert, an Menschen, die in Kriegen sterben, die unter den Kriegen leiden und da vor allen Dingen an die NS-Herrschaft und an den Krieg der Nazis erinnern. So hat er 1983
einen Kreidekreis rund um Wuppertal gezogen. Der Kreis umschrieb eine Fläche von 40 Quadratkilometern und sollte symbolisieren den Ausfall einer Atombombe, die auf Wuppertal geworfen würde. Das heißt, er hat sie schon immer mit Spuren, mit dem Spurenzeichnen, mit dem Spurenverfolgen beschäftigt. 1983 hat er durch Kassel eine Spur gezogen. Auf ihr stand das Datum einer Bombennacht von 1943. Er hat es also genau 40 Jahre später gemacht. Es waren 440 Bombenflugzeuge beteiligt und in Kassel sind 10.000 Menschen gestorben. Zwei Drittel der Innenstadt ist vernichtet worden. Das hat er auf ein Schriftband geschrieben und mit dieser Schrift zog sich durch ganz Kassel. 1994 hat er ein Kunstwerk geschaffen, das heißt Lemniskate. Lemniskate ist eine Endlosschleife, in diesem Sinne eine Acht, auf der ein Modell einer Bahn fuhr. Die Bahn hat er nachempfunden, einer Zugmaschine, einer Lok, die die Nazis entworfen hatten, um mehr Menschen in die Konzentrationslager transportieren zu können. Die Bahn heißt BR-53, wurde nie vollendet wie einiges, was die Nazis glücklicherweise nicht vollenden konnten. 1990 hat er zum ersten Mal an Opfer des Holocaust erinnert, auch wieder, indem er eine Spur legte. Er legte eine Spur durch Köln, auf dieser Farbspur stand 1940 1000 Sinti und Roma. 1940 haben die Nazis zum ersten Mal Menschen nach Osten deportiert. Und zwar waren es genau 1000 Sinti und Roma, die sie zunächst nach Köln brachten und von Köln aus einem Zwangslager heraus zum Bahnhof. Und diese Spur hat er nachgezeichnet. Vom Bahnhof wurden sie in ein Lager in Polen deportiert. 1992 hat er dann eine Metallplatte in Köln verlegt. Diese Metallplatte hatte schon die Form und die Anmutung des Stolpersteins. Sie war aber viel größer, also ungefähr 50 mal 50 Zentimeter. Und auf diese Platte hatte er eingeschlagen die ersten Sätze des Befehls Himmlers, die sich darauf beziehen, dass diese 1000 Sinti und Roma aus Köln deportiert worden waren. Die Platte finden Sie heute noch in Köln vor dem Alten Rathaus, können Sie sie anschauen. 1993 wurde Gunter Demnig eingeladen, sich zu beteiligen unter mehreren europäischen Künstlern. Das Motto dieser Einladung hieß Größenwahn, Kunstprojekte für Europa. Da hat er zum ersten Mal den Prototyp eines Stolpersteins gezeigt und hat dazu geschrieben, der Größenwahn besteht darin, dass ich Millionen Stolpersteine herstellen müsste. Den Künstlern wurde bei der Einladung zu dieser Ausstellung gleich gesagt, dass diese Kunstwerke, die sie einreichen, ruhig größenwahnsinnig sein könnten, denn sie würden nie verwirklicht. 1994 hat Gunter Demnig, also ein Jahr später, 250 Stolpersteine fertiggestellt gehabt. Sie waren auch für Roma. Er hatte die Daten vom Verein Rom e.V. in Köln. Diese Stolpersteine konnte er aber nicht verlegen. An Verlegung war noch gar nicht zu denken. Die Stolpersteine haben sozusagen ein Asyl in der Kölner Antoniterkirche bekommen. Dort wurden die 250 Stolpersteine ausgestellt. 1995 hat er dann erste Verlegungen gewagt, ohne Genehmigung der Stadt Köln. Sie mussten auch wieder entfernt werden. 1996 ist er dann nach Berlin eingeladen worden zu einer Ausstellung. Und die Ausstellung hieß Berlin, Künstler forschen nach Auschwitz. Dort hat er zwei Kunstwerke ausgestellt, nämlich die Lemniskate, die ich Ihnen vorhin beschrieben habe. Und gleichzeitig hat er 51 Stolpersteine in Kreuzberg verlegt, in das Pflaster der Straße. In der Oranienstraße 51, sie liegen heute noch, sind die ersten Stolpersteine, die verlegt wurden. Die ersten Verlegungen, die stattfinden mit Genehmigung der Stadtoberen, also der Administration, fand allerdings in Österreich statt. In St. Georgen, einem kleinen Ort in der Nähe von
Salzburg. Und das war für zwei Zeugen Jehovas, die die Nazis ermorden ließen. Seit dem Jahr 2000 gibt es offizielle Verlegungen von Stolpersteinen im Jahr 2000, wurden gleichzeitig in Köln und in Berlin erste Stolpersteine mit Genehmigung der Stadtoberen verlegt. Man kann also sagen, wenn Sie die paar Kunstwerke, von denen ich jetzt gesprochen habe, Revue passieren lassen, es ist nicht zwangsläufig, dass Gunter Demnig auf diese Stolpersteine kam, es ist aber logisch. Nicht Gunter Demnig allein hat in den 80er und 90er Jahren angefangen, mit Kunstwerken an den Holocaust zu erinnern. Es gab oder es gibt in Deutschland mehrere Künstler, die etwa in seinem Alter sind und die mit den Kunstwerken an den Holocaust erinnern. Denken Sie zum Beispiel in Schöneberg an das Kunstwerk Das Schüler betreiben. In der Löcknitz-Schule gibt es eine große Ziegelwand, die besteht aus lauter einzelnen Ziegeln, auf die Kinder die Namen von Opfern schreiben und die Daten dieser Opfer. Diese Wand ist inzwischen sehr, sehr hoch und besteht aus Tausenden von Ziegeln. Die Kinder bekommen da übrigens keine Zensur für, sie müssen es nicht tun, sie machen es tatsächlich freiwillig. Es macht jeweils die Abschlussklasse der 6. Klasse. Sie stellen übrigens einen persönlichen Bezug her zu diesem Kunstwerk, indem sie sich immer Namen aussuchen, die entweder auch in ihrer Familie vorkommen, vielleicht hieß eine Großmutter von ihnen genauso wie das Opfer, oder sie suchen sich Daten aus, an denen sie selber Geburtstag haben, an dem mein Opa gestorben ist, und sie sprechen auch darüber. Also es gibt immer eine Veranstaltung, wo sie darüber sprechen. Ich sage das deshalb, weil sich viele Kinder an Stolpersteinen beteiligen, auch wenn dies jetzt keine Stolpersteine sind, ist es doch ein ganz ähnliches Kunstwerk. Und ich spreche auch deshalb darüber, weil es von einem Künstler konzipiert worden ist, der ein ganz ähnliches Kunstwerk in Kassel begonnen hat, und zwar auch 1993, zur gleichen Zeit, als Gunter Demnig den Stolperstein erschuf, hat dieser Horst Hoheisel in Kassel auf Dokumente Namen und Daten von Opfern, die in Kassel ermordet worden sind, geschrieben, hat Steine damit eingeschlagen und hat diese Steine am Kasseler Hauptbahnhof verlegt als Kunstwerk. Viele tausend Menschen haben ihm dabei geholfen, auch da vor allem Kinder. Das Projekt Stolperstein hat, nachdem der Künstler es der Öffentlichkeit übergab, ein Eigenleben entwickelt, in dem die Rezipienten in Kommunikation mit diesem Stolperstein getreten sind und das Kunstwerk nun selbst vorantreiben, als Handelnde agieren. Der Stolperstein, wenn er verlegt wird, ist eigentlich der Schlusspunkt einer Spurensuche nach dem Leben und den Leidensweg dessen, an den der Stolperstein erinnern soll. Das heißt, die Spurensuche bedeutet, man geht in die Archive. Insofern sucht man auch Spuren, genau wie Gunter Demnig das getan hat. Aber nun ist es so, dass die Spurensuche von den Paten erfolgt. Paten ist praktisch ein Sammelbegriff für diejenigen, die Stolpersteine initiieren wollen. Man findet praktisch in den Archiven Dokumente aus zwei Epochen. Zum einen findet man die Dokumente der Nationalsozialisten, zum anderen findet man die Dokumente der sogenannten Wiedergutmachung. Das Wort kommt einem schlecht über die Lippen, weil es im Grunde keine richtige Wiedergutmachung gab. Aber in jüdischen Zeitungen wird von Wiedergutmachung gesprochen und damit ist gemeint die Entschädigung und die Restitution von Eigentum. In den NS-Archiven findet man die Unterlagen über die Verwertung der letzten Habe der Juden
und über die Deportation. Und in den Wiedergutmachungsakten findet man eben die Entschädigungen, die erstattet wurden, und den Vorgang der Rückgabe oder der Entschädigung für Eigentum, was nach dem Krieg nicht mehr existierte, zum Beispiel für zerbombte Häuser oder für Schmuck, der nicht mehr aufzufinden ist. Was man diesen Unterlagen auch entnehmen kann, ist, wie haben diese Dokumente und die Sprache, die sich daran befindet, auf die Opfer und die Nachkommen der Opfer gewirkt? Wie ist die Öffentlichkeit damit umgegangen? Und wie wurden diese Regelungen und Gesetze angewendet? Wurden sie kleinlich angewendet oder großzügig? Wurde den Menschen bei den Anträgen geholfen? All das kann man diesen Akten natürlich auch entnehmen. In den Archiven und mit der Arbeit in den Archiven holt man also Wissen ans Licht, das vorher nicht da war. Man forscht nach dem Lebensweg und dem Leidensweg des einzelnen Menschen. Und man bringt etwas ans Licht, das vorher nicht am Licht war. Das heißt, Wissen, das in den Archiven, in den Museen oder in den Bibliotheken steckt, holt man ans Licht. Man bringt es damit in das Funktionsgedächtnis der Gesellschaft, also in unser kulturelles Gedächtnis. Demokratische Systeme öffnen ihre Archive. Das ist der Grund, warum wir heute in diese Wiedergutmachungsakten schauen können. Demokratische Systeme öffnen aber auch die Archive, die zuvor verboten waren, in die man nicht hineinschauen konnte. Das ist der Grund, warum wir heute Dokumente sehen können, die die Nazis angelegt haben. Und man sieht noch etwas in diesen Archiven und an diesen Dokumenten, nämlich welche Auswahlkriterien die jeweilige Gesellschaft hat, was sie aufgehoben hat. So kann man zum Beispiel heute die Volkszählungsunterlagen von 1939 einsehen. Die Nazis haben aber nicht alle Volkszählungsunterlagen aufgehoben, sondern nur die Unterlagen, die die Juden betrafen. Sie haben die natürlich aufgehoben, um den Wohnort und um die Anzahl der Juden feststellen zu können, um sie drangsalieren zu können, um sie ausgrenzen zu können und um sie schließlich deportieren zu können. Das ist der Grund, warum wir einen Teil der Volkszählungsunterlagen heute sehen. Eben nur die der Juden. Alle anderen waren für die Nazis nicht wichtig, sie haben sie weggeworfen. Man kann diesen Unterlagen also sehr viel entnehmen. Man kann oft ein ganzes Leben nachvollziehen. So viele Unterlagen findet man über einzelne Menschen. Besonders, wenn sie Nachkommen haben, die Anträge nach dem Krieg gestellt haben. Es gibt natürlich auch Menschen, von denen findet man nur den Namen und die Daten, nicht viel mehr als heute auf den Stolpersteinen steht. Dokumente haben also Grenzen. Wir können zwar manchmal den Lebensweg nachverfolgen, aber wir können nicht erkennen, was es für ein Mensch war, was er sich vielleicht gewünscht hat, was er noch getan hätte, wenn man sein Leben nicht beendet hätte. Dokumente haben Grenzen, dessen muss man sich immer bewusst sein. Man lernt den Menschen nie ganz kennen, auch wenn man ihm manchmal nahe kommen kann. Auch Erinnerungen haben Grenzen. Die Menschen, die in ihrer Erinnerung aufgeschrieben haben, was sie verloren haben, was sie erleiden mussten, dann ist das auch oft vermischt mit dem, was sie später erlebt haben. Das heißt, auch die Erinnerungen, nicht nur die Dokumente, haben Grenzen. Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man denkt, dass man aus diesen Archiven alles entnehmen kann. Wenn man also in diesen Archiven ist und dem Lebensweg des Opfers nachgeht, dann erfährt man zunächst viel über die Ausgrenzung, über die fiskalische Ausplünderung, über die Stigmatisierung, schließlich über die Deportation und auch über den Tod des Opfers. Und man erfährt auch, aufgrund welcher Gesetze, Regelungen und Durchführungsvorschriften das stattgefunden hat. Das heißt, man kann von dem einen Opfer auch immer auf die Opfergruppe schließen.
Und man kann noch etwas erkennen, nämlich wie viele Menschen damit beschäftigt waren, mit dieser Ausgrenzung, mit der Ausbeutung, mit der Deportation und mit welchen Worten sie das beschrieben haben. Man findet nie in den Akten, dass diese Menschen deportiert worden sind oder dass sie gar an ihrem Deportationsort gestorben sind und deshalb nicht wiederkommen, sondern es werden andere Ausdrücke benutzt, zum Beispiel Abwanderung oder Ausbürgerung. Das heißt, wenn man den Unterlagen entnehmen kann, wie viele Menschen im Einzelnen mit dieser Verwertung der Restbestände des Eigentums der Juden beschäftigt waren, dann sieht man auch, in welcher Gesellschaft diese Menschen gelebt haben und leiden mussten. Das heißt, man erkennt die Umkehrung aller moralischen Werte, die dieser Gesellschaft innewohnte. Die Akzeptanz der Verbrechen erkennt man aus diesen Unterlagen. Man sieht also nicht gleich die Monumentalität des Grauens, sondern den Umgang der Gesellschaft mit den einzelnen Schritten, die zu diesem Grauen führte. Jugendliche und Kinder beschäftigen sich damit. Von Anfang an sind sie den Spuren gefolgt, die Gunter Demnig gelegt hat. Und sie folgen auch den Spuren der Stolpersteine. Niemand muss die Kinder dazu auffordern, sie tun es von ganz alleine. So haben zum Beispiel im Jahr 2009 Kinder die Spur der Erinnerung selbst gelegt. Es war eine blaue Linie, die von dem Schreckensort Grafeneck, sicher haben Sie davon gehört, da wurden im Rahmen der Euthanasie viele Kinder umgebracht, darum haben Kinder sich dafür interessiert. Sie haben von Grafeneck bis nach Stuttgart zum Rathaus, wo die Regelungen konzipiert worden sind, mit denen diese Menschen, diese Kinder umgebracht worden sind, haben diese Spur gelegt. Sie war 7 Kilometer lang. Sie haben das nachgeahmt einer Spur, die Gunter Demnig gelegt hat. Oder in Magdeburg haben Jugendliche eine Spur gelegt, auf der stand, hier fehlt ein Mensch. Und diese Spur haben sie viele tausend Mal gelegt, auch auf dem Weg von dem Ort, an dem die Juden gesammelt wurden, bis zum Hauptbahnhof in Magdeburg. Sie haben das übrigens mit einem Schriftapparat gemacht, bei dem Gunter Demnig ihnen geholfen hat, den herzustellen. Das ist praktisch so ein Fahrrad, an dem ein Rad ist. Das wird mit Farbe begossen und so kann man eine Schrift durch eine ganze Stadt ziehen. Im vorigen Jahr haben Grundschulkinder anlässlich einer Stolpersteinverlegung einen Weg durch die Stadt gezogen unter dem Motto Stolpern ohne zu straucheln. Sie hatten dazu große Kartons mit Goldfolie beklebt. Es waren ihre symbolischen Stolpersteine. Darauf haben sie die Namen geklebt der Menschen, an die die Stolpersteine erinnern sollten. Oder zum Beispiel in Krefeld haben Kinder 2 Jahre lang nach Opfern, die in Krefeld ermordet worden sind oder aus Krefeld deportiert worden sind, geforscht und haben 2 Jahre lang sich darum bemüht, dass die Erlaubnis erteilt wird, in Krefeld Stolpersteine zu verlegen. Tatsächlich ist es ihnen dann im vorigen Jahr gelungen. Aber sie mussten gegen die Stadtoberen, gegen die Administration, gegen die Bürgermeister sich durchsetzen. Kinder beschreiben auch gerne diese Arbeit. Es gibt sehr viele Apps, die zu Stolpersteinen führen und diese Apps haben Kinder hergestellt, die gerne auf ihre iPhones gucken. Das heißt, sie könnten zum Beispiel hier losgehen und einer von Kindern gemachten App folgen. Oder sie machen Websites für ihre Schulen oder sie beschreiben ganze Blogs, indem sie das, was in ihrer Schule erforscht wird, immer wieder erneuern und den Alumni ihrer Schule weiter mitteilen. Das ist etwas, was Kinder und Jugendliche fasziniert und was sie gerne machen. Die Stärke des Projekts ist also die Entwicklung. Es gibt keinen vorgesehenen Zugang zu diesem Kunstwerk. Es gibt keine Vorschrift,
wie man das Kunstwerk begehen sollte, wie eine Übergabezeremonie gemacht werden sollte oder wie man forschen sollte. Weder gibt es eine Organisation, noch hat der Künstler sich jemals dazu geäußert, wie das gemacht werden sollte. Es gibt ein ganzes Netzwerk von Menschen, die sich damit beschäftigen. Das sind zunächst natürlich die Paten, das sind diejenigen, die Stolpersteine verlegen wollen und einen Weg beschreiten, der dann schließlich zu dem Stolperstein führt. Diese Paten können einzelne Menschen sein, die zum Beispiel davon gehört haben, dass in ihrem Haus ein Jude deportiert worden ist und für den wollen sie einen Stolperstein legen. Es gibt Klassenverbände, es gibt politische Organisationen, es gibt Gewerkschaften, es gibt Hausgemeinschaften oder es gibt Initiativgruppen, die in einem Stadtteil Stolpersteine legen wollen. Ich zum Beispiel gehöre ja zu so einer Initiativgruppe. Gunter Demnig hat die Stolpersteine erfunden, weil er wollte, dass wir als Nachkommen der Tätergeneration an die Opfer erinnert werden. Er sagte dazu: An andere habe ich gar nicht gedacht, aber so wie die ersten Stolpersteine lagen, sowohl in Köln als auch in Berlin, haben sich Nachkommen von Opfern bei ihm gemeldet und haben gefragt, können meine Vorfahren auch Stolpersteine haben? Und er hat gesagt, natürlich kann ich für die Stolpersteine machen. Das heißt, so wie die Stolpersteine lagen, haben sich Angehörige gemeldet bei ihm zunächst, später bei Koordinierungsstellen, um Stolpersteine für ihre Angehörigen verlegen zu lassen. Es gibt also auch Koordinierungsstellen, die organisieren aber nichts, was mit der Verlegung zu tun hat, sondern sie organisieren eher die Verlegewege und sie organisieren die Prüfung der Daten, die die Aktivisten herausgefunden haben. Das heißt, sie stellen sicher, dass am richtigen Ort ein Stolperstein liegt, dass sie nicht doppelt verlegt werden, dass die richtigen Daten draufstehen und sie melden es an das Team von Gunter Demnig, sodass die Verlegung organisiert werden kann. Sie mischen sich aber nicht in Zeremonien oder in Verlegungen selbst ein. Dann gibt es das europäische Ausland, da finden die Verlegungen natürlich anders statt. Dort gibt es ja keine Nachfolger von einer Tätergeneration. Das heißt, dort sind es meistens nicht private Paten, die die Stolpersteine veranlassen, sondern eher die Angehörigen von Opfern und oft jüdische Gemeinden oder administrative Organisationen, die Stolpersteine verlegen und die Organisation durchführen. Es gibt dort also natürlich weniger die Betroffenen, die Paten. Und schließlich gibt es natürlich noch die Passanten, die ja auch zu diesem Netzwerk gehören, die das zur Kenntnis nehmen, die vielleicht darüber sprechen, die dadurch Ideen bekommen, die vielleicht sich das durch den Kopf gehen lassen, was wir am Anfang besprochen haben, eben wovon diese Stolpersteine künden. In Orjol, die Stolpersteine, die in Russland verlegt wurden, von denen ich eingangs gesprochen habe, waren 6 verschiedene Organisationen tätig, um diese Stolpersteine verlegen zu können. Das waren 2 Geschichtswerkstätten und das waren 3 verschiedene Organisationen, die in Orjol in der Nähe von Kursk an den Holocaust erinnern. Das war eine jüdische Gemeinde in der Nähe von Kursk und das war eine Organisation, die heißt Kriegskinder in Orjol, die sich also daran erinnern möchten, wie sie selbst unter der Besatzung und unter dem Krieg gelitten haben. Und es gab natürlich die Paten selbst und die Angehörigen, die dann daran teilgenommen haben. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass hinter jedem Stolperstein mehrere Organisationen oder Paten und Angehörige stehen. Wenn wir gehört haben, 47.000 Stolpersteine gibt es jetzt, dann gibt es mehrere 100.000 Menschen, die sich bereits inhaltlich damit beschäftigt haben. Als Teile des Netzwerks habe ich als erstes die Paten und die Angehörigen genannt.
Zwischen dem Paten und den Angehörigen gibt es natürlich einen ganz eigenen Kommunikationsraum. Die Paten suchen in den Archiven nach dem Lebensweg dessen der Stolperstein gedenken soll. Und sie treten oft in Kontakt mit Angehörigen. Man findet zum Beispiel über Yad Vashem oder durch Anzeigen oft die Angehörigen des Opfers. Und dann findet ein Austausch, eine Kommunikation statt. Oftmals werden dadurch Erinnerungsräume auch bei den Angehörigen erschlossen. Denn nicht nur im Tätervolk wurde lange über den Holocaust geschwiegen, sondern auch bei den Opfern. Zum einen, weil sie manchmal eine Angst haben, darüber zu sprechen, dass sie selbst überlebt haben. Sie haben auch Angst, mit ihren Kindern darüber zu sprechen, was ihren eigenen Eltern geschehen ist. Sie wollten natürlich nach vorne blicken und haben dann nicht mehr darüber gesprochen. Das heißt, die Erinnerungen an die Opfer zusammen mit den Archivfunden bilden dann oft ein Bild von demjenigen, dessen ein Stolperstein gedenken soll. Dieses Gedenken ist generationenübergreifend und natürlich auch nationenübergreifend, denn die meisten Angehörigen kommen, wenn sie zu den Zeremonien kommen, aus dem Ausland. Und der Stolperstein ist das einzige Kunstwerk, das es erlaubt, dass die Angehörigen von Opfern und die Angehörigen der Tätergeneration gemeinsam um einen Menschen trauern können. Der Stolperstein ist ein Kunstwerk im öffentlichen Raum. Und die Übergabe des Stolpersteins ist immer die Übergabe des Stolpersteins an die Öffentlichkeit. Das heißt, bei dieser Zeremonie, mit der der Stolperstein der Öffentlichkeit übergeben wird, treten noch einmal oft die Paten auf und erzählen, was sie in den Archiven gefunden haben. Und die Angehörigen berichten oft über ihre Erinnerungen an denjenigen, dessen der Stolperstein nun gedenkt. Dann werden oft Multiplikatoren eingeladen, also zum Beispiel Politiker oder auch Menschen aus der jüdischen Gemeinde. Und schließlich gibt es auch Passanten, Nachbarn, Leute, die eingeladen werden, so wie ich damals eingeladen wurde und die Einladung an meiner Haustür fand, die dann eben hingehen, die in der unmittelbaren Nachbarschaft wohnen und zum ersten Mal davon hören, wer in ihrer Nachbarschaft diskriminiert wurde und schließlich deportiert wurde. Mit dieser offiziellen Übergabe der Stolpersteine an die Öffentlichkeit ist das dann oft nicht beendet, sondern es gibt auch danach noch Zeitungsartikel, viele Menschen berichten über ihre Erlebnisse. Es gibt viele tausend Bücher und Broschüren, die den Lebensweg der Opfer beschreiben, für die Stolpersteine gelegt wurden. Es gibt viele Zeitungsartikel, es gibt diese Apps. Und es gibt natürlich auch inzwischen in Israel viele Leute, die darüber berichten. Es gibt so eine deutschsprachige Zeitung in Israel, die auch laufend über Berliner Stolpersteinverlegungen berichten. Ich war gestern auf so einer Zeremonie, die es zusätzlich gibt, anlässlich des 9. Novembers und des Pogroms, der Erinnerung an das Pogrom. Habe ich in einer Kirche über Stolpersteine erzählt, aber nicht so wie Ihnen heute, sondern ich habe mehr über die Lebenswege derer gesprochen, für die Stolpersteine vor dieser Kirche liegen. Wir haben eingangs darüber gesprochen, dass die Stolpersteine in unserer Nachbarschaft liegen. Die Stolpersteine werden der Öffentlichkeit übergeben. Und alles, was soziale Gruppen machen, bezieht sich auf einen Raum. Und unser Gedächtnis, unser Gedenken bezieht sich insofern auch immer auf einen Raum oder auf die Vorstellung von einem Raum. Das heißt, das Haus, die Straße, die Stadt ist ein sozialer Körper für uns. Und wir sehen zum Beispiel an den Häusern, welcher sozialen Gruppe die Menschen angehören, die in diesen Häusern vermutlich wohnen. Wir erfahren von dem Geschmack, mit dem die Häuser ausgestattet sind.
An den Fassaden sehen wir, wann diese Häuser wahrscheinlich gebaut worden sind. Und wenn diese Häuser zerstört worden sind, wenn es Baulücken gibt, wenn es purifizierte Fassaden gibt, dann wissen wir auch, welche Erschütterungen in welcher Zeit diesen sozialen Körper zerstört haben. Ein Ort kann die Erinnerung nur bewahren, wenn es auch Menschen gibt, die daran erinnern, was in diesen Häusern geschehen ist. Wenn vor einem Haus ein Stolperstein liegt, dann wird aus diesem Haus ein Erinnerungsort. Und dann braucht dieser Erinnerungsort noch einen Passanten, der daran vorübergeht. Vielleicht ist es ein Flaneur, der stehen bleibt und der das, was auf dem Stolperstein steht, mit der Geschichte und mit der Zeit vereint. Und der das dann vielleicht noch auf sich, auf seine Identität, auf seine Geschichte bezieht. Das heißt, der Stolperstein braucht schon auch einen interessierten Rezipienten, der diese Informationen miteinander verknüpft und auf sein eigenes Leben bezieht. Vielleicht sage ich es Ihnen abschließend mit dem Gedicht von Wilhelm Raabe. Die Geschichte eines Hauses ist die Geschichte seiner Bewohner. Die Geschichte der Bewohner ist die Geschichte ihrer Zeit. Die Zeit, in der sie lebten und in der sie leben. Die Geschichte der Zeit ist die Geschichte der Menschheit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Frau Dr. Fritzsche, vielen, vielen Dank für die kompakte, umfassende Erzählung über die Stolpersteine und ihre Bedeutung. Es tut mir leid, dass ich Ihnen jetzt nach diesem so exzellenten Vortrag trotzdem noch zumuten möchte, dass es Fragen natürlich aus dem Publikum geben kann. Ich bitte allerdings wirklich darum, da wir in einer besonderen Veranstaltung sind, nämlich des Gedenkens und Erinnerns, dass sich jeder möglichst kurz fasst, also keine langen Statements zur Geschichte und den Dingen abgibt, sondern nach Möglichkeit Fragen zu den Stolpersteinen nochmal stellt, denn da gibt es, glaube ich, schon noch einige, wenn man sozusagen von der Betrachtung der Vergangenheit und der Bedeutung der Stolpersteine mit dieser in die Gegenwart geht. Das wäre vielleicht so eine Abschlussfrage, die wir jetzt noch nicht stellen wollen. Simon Kowalewski. Ja, danke, Rainer. Wenn Sie sagen, 47.000 Stolpersteine in 18 Ländern, geht bei mir im Kopf natürlich immer in Klammern dahinter auf, außer in München. Ist natürlich vielleicht auch ganz gut, dass die Veranstaltung genau heute ist, weil genau dieser Tage wird ja gerade wieder über Stolpersteine auch in München diskutiert. Die ersten beiden, die da öffentlich verlegt worden sind, wurden ja sofort wieder rausgerissen. Inzwischen sind 200 Stolpersteine für München auch angefertigt, die alle sozusagen eingelagert sind von der Initiative Stolpersteine für München. Und es gibt sozusagen, so wie Sie jetzt hier gerade das Loblied auf die Stolpersteine gesungen haben, sozusagen die Antagonistin, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in München, die mit einem ähnlichen Ehrgeiz sozusagen immer wieder darauf hinweist, dass Stolpersteine ja eine furchtbare Art der Erinnerung sind. Die werden mit Füßen getreten, zerstört, mit Exkrementen von Tieren bedeckt irgendwie. Und deswegen gibt es ja in München keine Stolpersteine. Und würde mich natürlich mal interessieren, wie Sie als da zu diesem Vorwurf stehen. Stolpersteine sind eine Art des Gedenkens, an das sich viele Menschen angeschlossen haben. Natürlich gibt es Kritik. Es gibt ja eine öffentliche Diskussion, einen Diskurs. Also darf man auch sagen, was man nicht gut daran findet, Charlotte Knoblochs Familie ist im Holocaust ermordet worden. Sie hat spontan gesagt, die Stolpersteine erinnern sie daran, man ist auf den Menschen, die umgebracht worden sind, mit Stiefeln getreten.
Es erinnert sie einfach an die SS-Stiefel, die treten. Sie hat dieses symbolische Bild im Kopf. Keiner kann ihr das verübeln, verwehren. Sie hat also gewünscht, dass in München keine Stolpersteine verlegt werden. Sie war ja erst die erste Vorsitzende des Zentralrats der Juden. Jetzt ist sie die Vorsitzende in München und hat dort auch dafür gesorgt, dass es eine dass dort eine Synagoge gebaut wird, die vor kurzem eingeweiht wurde. Und dort gibt es eine Erinnerungswand für Münchner Opfer. Da hat sich allerdings jemand an sie gewandt, und zwar ein Architekt aus London, dessen Eltern aus München deportiert worden sind. Und er hat ein Zwiegespräch mit ihr begonnen und hat darauf geklagt, dass er darauf besteht, dass für seine Eltern mit Stolpersteinen in München gedacht wird. Und Charlotte Knobloch hat sich zunächst sehr hartnäckig dagegen gewandt, hat aber nun diesem Mann geschrieben und hat auch Gunter Demnig gegenüber das entsprechend signalisiert, dass sie weiterhin nicht möchte, dass für ihre Familie Stolpersteine gelegt werden, dass sie aber Verständnis dafür hat, dass andere Angehörige diese Art des Gedenkens wollen. Übrigens, dieses Darauftreten war tatsächlich auch die erste Idee von Gunter Demnig. Die Stolpersteine sind ja aus Messing, es sind Messingplatten, unter denen ein Quader ist. Und er hat gedacht, wenn die Messingplatten liegen, dann werden sie schwarz und man muss sie möglichst polieren. Und dieses Polieren kann geschehen durch das Darüberlaufen. Er hat gedacht, wenn die Sohlen darüber gehen, dann poliert das Messing. Das war die ursprüngliche Idee. Das ist aber nicht erfolgt. Vielmehr ist es so, dass die meisten Menschen instinktiv um einen Stolperstein herumgehen. Natürlich werden sie durch den Straßendreck immer wieder beschmutzt. So muss man auch Stolpersteine immer wieder putzen. Und das hat auch wieder etwas Gutes, wenn sie sich niederknien und den Stolperstein putzen. Dann lesen Sie ja, was darauf steht. Sie polieren es und Sie lesen. Es gibt viele Putzpatenschaften, gerade von Kindern, die Stolpersteine eben putzen und polieren. Ja, also eine Frage, die mich sehr beschäftigt, ist, ich meine, Günter Demnig ist jetzt 67, da stellt sich doch die Frage, gibt es eine Zukunft für das Stolpersteinprojekt? Ich denke jetzt nicht, dass er das, er kann das sicherlich noch lange machen. Nur man muss ja doch gerade auch in dem Alter daran denken, was passiert, wenn er das nicht mehr machen kann oder nicht mehr machen will. Ja, das stimmt. Gunter Demnig hat seit einigen Jahren bereits daran gedacht, was passiert, wenn er die Stolpersteine nicht mehr verlegen kann. Herstellen tut er sie schon längere Zeit nicht mehr. Es gibt eine Manufaktur in Berlin-Buch, die Stolpersteine herstellt. Das heißt, das ist ein Freund von ihm. Michael Friedrichs Friedländer stellt die Stolpersteine her. Sie werden weiterhin ausschließlich mit der Hand hergestellt. Also es wird mit einem Hammer, werden die Namen und Daten in die Messingplatte geschlagen. Es gibt einen Rückstau von Stolpersteinbestellungen. Er könnte sehr viel mehr herstellen, insbesondere weil ja in ganz Europa Stolpersteine verlegt werden. Aber er möchte, dass weiterhin jeder Stolperstein einzeln hergestellt wird, also nichts Maschinelles. Er sagt auch ausdrücklich, die Ermordung der Juden war fabrikmäßig und maschinell. Stolpersteine dürfen niemals maschinell hergestellt werden. Es muss immer Handarbeit bleiben und es muss immer von mir bestimmt werden, wie und wo sie hergestellt werden und von wem. Also nur von einem einzelnen Menschen. Zu Ihrer Frage, ja, er hat sich seit Jahren darüber Gedanken gemacht und er hat bereits eine Stiftung gegründet, die das Werk in seinem Sinne weiterführt. Es werden im Monat etwa 440 Stolpersteine hergestellt. Es werden nie mehr werden, im Jahr also etwa 5000. Die Stiftung hat auch schon einen Namen. Sie heißt Gunter Demnig Spuren und sie ist in diesem Jahr gegründet worden. Die Frage kam übrigens von Herrn Professor Martin Hase, Pirat in Tempelhof-Schöneberg. Michael Ickes. Ja, danke. Michael Ickes, auch von den Piraten in der BVV Tempelhof-Schöneberg, wo wir ja
gerade den Beschluss gefasst haben, die Koordinierungsstelle, die bezirkliche Koordinierungsstelle für die Stolpersteine fortzusetzen. Also ich fand das wieder einen wunderbaren Vortrag und Darstellung der Stolpersteine und ihrer Wichtigkeit und ihrer Potenziale, insbesondere eben doch auch die Betonung darauf, dass es keine Hierarchie der Opfer gibt und dass die Stolpersteine eben nicht auf jüdische Opfer jetzt beschränkt sind, wie es doch vielleicht manchmal etwas falsch und kontraproduktiv vielleicht auch rüberkommt im Sinne einer Gedenkkultur und im Sinne eines Angehens gegen das Vergessen. Dementsprechend wollte ich Sie doch nochmal fragen, vielleicht das etwas deutlicher herauszuarbeiten, was denn die Herausforderungen sind, die Sie sehen, an eine Perpetuierung des Gedenkens und gegen das Vergessen, die Herausforderung, welches die Stolpersteine das Projekt angehen kann und angehen muss. Ich denke an ein konkretes Sache eben, dass gerade in Friedenau ja wir doch damit zu kämpfen haben, dass die Stolpersteine immer wieder geschändet werden auch. Und das vielleicht doch eine Realität ist, der wir ins Auge schauen sollten und als für die Stolpersteine auch als Herausforderung nehmen, das zu aus der Gesellschaft zu verbannen. Ja, es gab einige Angriffe auf Stolpersteine, gerade in Friedenau, dort, wo ich hauptsächlich tätig bin mit dem Verlegen von Stolpersteinen, obwohl das so mehr andert. Ich habe schon in ganz Berlin Stolpersteine organisiert oder verlegt. Aber gerade auch in Friedenau gab es immer wieder Schwärzungen von Stolpersteinen oder auch Bedrohungen gegen Aktivisten von Stolpersteinen. Der Effekt ist so, wie es sich diejenigen, die die Stolpersteine schänden, eben gerade nicht wünschen. An den Tagen, an denen Stolpersteine geschwärzt wurden, haben sich zum Beispiel ganz spontan viele Bürger auf der Straße versammelt und haben darüber resoniert, was sie davon halten sollen. Und sie haben ganz spontan angefangen, die Stolpersteine wieder blank zu putzen. Es gibt eine ganze Solidaritätswelle, wenn Stolpersteine geschändet werden. Und das ist genau aus der Sicht der Neonazis oder wer immer es ist, kontraproduktiv. Das ist vielleicht auch der Grund, warum es im Verhältnis relativ selten Angriffe auf Stolpersteine gibt oder auch das Stehlen von Stolpersteinen. Übrigens hat Gunter Demnig das Stehlen von Stolpersteinen sehr erschwert. Die Stolpersteine, man sieht ja nur den oberen Teil, sie sind mit einem Schwalbenschwanz mit dem darunter liegenden Betonteil verbunden. Der ist etwa 20 Zentimeter hoch und wird in den Bürgersteig eingelassen und dann wird es zubetoniert. Das heißt, es ist ausgesprochen schwierig, Stolpersteine zu beschädigen und zu stehlen. Und immer da, wo bisher Stolpersteine beschädigt und gestohlen wurden, haben Bürger auch gesammelt für neue Stolpersteine. So zum Beispiel in Wismar sind, ich glaube im Jahr 2007 einige Stolpersteine gestohlen worden. Es haben sich spontan ganz viele Leute dazu entschieden, für neue Stolpersteine zu spenden. Und es gab dann etwa 10-mal so viel Geld für Stolpersteine, als sie dann tatsächlich gekostet haben, um die gestohlenen Stolpersteine zu erneuern.
Cornelius Everding. Vielen Dank, Frau Dr. Fritsche, bisher. Meine Frage zielt ein bisschen oder zielt in Hinrichtung auf den öffentlichen Raum und die Kommunikationshoheit der Allgemeinheit. Nach meiner Wahrnehmung war lange der öffentliche Raum ein Kommunikationsraum, der bestimmt wurde durch die öffentliche Hand oder die Stadt und die Medien. Und für mich waren die Stolpersteine eigentlich der erste greifbare Erfolg, ich nenne es mal zu groß, die Rückeroberung des öffentlichen Raumes durch die Allgemeinheit. Zurück ein bisschen zum Gedanken der Agora. Und meine konkrete Frage, gibt es noch institutionalisierten Widerstand der öffentlichen Hand in Deutschland? Und wenn, in welchen Regionen? Und München haben wir gehört, ist es weniger die Stadt, sondern eher die jüdische Gemeinschaft oder die Vertretung der jüdischen Gemeinschaft. Ja, ich habe ja vorhin auch von den Kindern in Krefeld in der Kurt-Tucholsky-Schule erzählt, die 2 Jahre lang gegen die Administration der eigenen Stadt angehen mussten, um die Erlaubnis zu erhalten, diese Stolpersteine, nach denen sie geforscht haben, verlegen zu können. Es gibt aber auch immer wieder Einzelne, die sich dagegen wehren, zum Beispiel Hausbesitzer. Hausbesitzer wollen oftmals nicht, dass Stolpersteine vor ihrem eigenen Haus liegen, weil sie sich vorstellen, dass dann die vorübergehenden Passanten vielleicht denken, dass die jetzigen Eigentümer des Hauses vielleicht durch eine Arisierung an dieses Haus gekommen sind. Das möchten sie natürlich nicht, dass Menschen das denken. Manchmal trifft das ja auch zu, oftmals nicht, aber das gibt es. Es gibt auch, das war in Stuttgart, einen Hausbesitzer, der wollte nicht, dass Stolpersteine vor seinem Haus gelegt werden, genau mit diesem Argument. Und er hat dagegen geklagt. Er hat auch gesagt, das ist ein weiteres Argument von vielen Hausbesitzern, dass das Haus damit an Wert verlöre. Und er wolle es ja seinem Kind vererben und das könne man ihm nicht antun. Das waren die beiden Argumente. Und das Stuttgarter Oberlandesgericht hat festgelegt, dass Hausbesitzer sich nicht dagegen wehren können. Zum einen sind diese Befürchtungen unsachgemäß, zum anderen wäre das Straßenland vor den Häusern, aber das Land der Öffentlichkeit, des Publikums, der Passanten, und die Stolpersteine seien ein Geschenk an die Stadt und nicht etwas, was sich gegen die Hauseigentümer richtet. Aber übrigens, die Frau Emmerich aus der Stolperstein-Koordinierungsstelle in Schöneberg hat mir erzählt, dass es auch schon Hausbesitzer gibt, die anrufen und fragen, können Sie mir sagen, ob aus meinem Haus Menschen deportiert worden sind? Ich hätte gerne einen Stolperstein, das finde ich richtig gut. Die denken dann, dass eine Organisation kommt und da Stolpersteine verlegt. Das heißt, die möchten vielleicht als Menschen gelten, die besonders liberal und offen sind. Ich möchte das Wort Gutmenschen vielleicht, klingt damit. Die wollen das aus genau dem umgekehrten Grund und bitten sozusagen darum, Stolpersteine verlegen zu lassen, was natürlich auch zu nichts führt. Stolpersteine sind ja nicht dafür da, dass irgendjemand sein Image verbessert oder so, sondern Stolpersteine erinnern an eine Person. Ich hatte angesprochen, dass ich gerne nochmal den Blick in die Zukunft richten möchte unter dem Aspekt, dass sich in unserer Gesellschaft ja doch sehr dynamisch plötzlich wieder ein Zeitgeist entwickelt oder bei einigen Menschen, die gar nicht so wenige sind, die gerne sozusagen eben nicht erinnert werden wollen an das Vergessen. Und meine Frage ist an uns alle im Grunde genommen, was können wir eigentlich tun, dass dieses Vergessen nicht dann eintritt, wenn der letzte Zeitzeuge verstorben ist und insofern von daher sozusagen keiner Input kommt, sich mit dieser Thematik so intensiv auseinanderzusetzen, wie es diese Stolpersteine tun. Wie sehen Sie sozusagen die gesellschaftlichen Vorgänge? Sind Sie aufgrund Ihrer intensiven Beschäftigung mit diesem Drama inzwischen sehr verunsichert oder sagen Sie, Sie haben die Hoffnung, weil unsere Gesellschaft anders aussieht als die, die eben genau dieses Unglück produziert haben? Ja, es gibt diese direkte Kommunikation von Opfern mit den Nachgeborenen bald nicht mehr, weil auch der letzte Mensch, der den Holocaust erleben musste,
bald nicht mehr da ist. Das heißt, es ist tatsächlich unsere Aufgabe, aus diesem direkten historischen Kommunikation oder der Oral History überzugehen, darin, dass dieses Gedenken in das kulturelle Gedächtnis unserer Gesellschaft übergeht. Indem wir die Archive, die Museen und die Bibliotheken öffnen, weil wir dem Lebensweg eines einzelnen Menschen nachgehen, tun wir genau dies. Wir überführen dieses Wissen in die Öffentlichkeit und dann ist es dort angekommen und dann erinnert man sich auch dieses Menschen. Dann ist es nicht unbedingt erforderlich, dass es ein Nachkommen gibt. Es gibt ja auch bereits Tausende und Abertausende von Stolpersteinen, die für Menschen gelegt wurden, die keine Nachkommen haben. Es gibt aber dennoch diesen Stolperstein, weil jemand erfahren hat, dass in einem Haus an einem Ort jemand drangsaliert, deportiert und ermordet worden ist. Und an den erinnert das gleichgültig, ob es Nachfahren gibt oder nicht. Das heißt, diese Art des Gedenkens ist natürlich auch ganz ohne diese Verbindung zu den Nachkommen möglich, wenn diese Verbindung auch natürlich enorm wichtig ist und uns sehr viel sagt über diese verfasste Gesellschaft, wie sie war, als der NS-Terror diese Opfergruppen traf. Natürlich fehlt uns dann etwas, aber dadurch, dass immer mehr an das Licht kommt, indem die Archive geöffnet werden, dadurch können wir uns auch ohne diese Zeitzeugen erinnern. Wir können uns ja auch an den 30-jährigen Weltkrieg erinnern. Danke, Frau Dr. Fritsch, noch einmal.